Freunde, es ist soweit. Die neue Sniper ist nun endlich im Shop verfügbar in Rette die Welt. Und zwar die Sniper Verheerer. Und ich habe mir gedacht, yo, ich hole die mir auf jeden Fall im Shop und möchte die euch mal zeigen, wie die so aussieht, was die so für Perks hat. Beziehungsweise die Perks sind ja mittlerweile egal, weil man sie ja mit Verschwubbler verändern kann. Allerdings ist die Waffe echt eine Wumme, Freunde. Und das Ganze werdet ihr gleich im Video sehen. Doch bevor das Video losgeht, Freunde, und zwar, Freunde, bekommt ihr ab 10.000 Abonnenten wieder ein neues Gewinnspiel bzw. Giveaway. Da werde ich was ganz Spezielles für euch verlosen. Seid mal darauf gespannt, weil das haben die meisten sich gewünscht. Und ich habe mir gedacht, yo, das mache ich auch für meine Community. Und ja, Freunde, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Däumchen nach oben da, denn ihr wisst, Support ist nämlich kein Mord. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch, Freunde, denn wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, seid ihr immer auf dem Laufenden. Und Leute, vergesst nicht mal, die Infobox abzuchecken, denn dort sind die wichtigsten Informationen zu dem kommenden Gewinnspiel. Falls ihr weitere Fragen habt, Freunde, zu den Gewinnspielen, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ihr wisst ganz genau, dass ich meistens, ja gut, nicht immer, aber bei den meisten Kommentaren immer zurückschreibe und euch auch ein Herzchen dafür gebe, Freunde. Vergesst auch nicht, dass in der Infobox alle Infos stehen, auch zu den Gewinnspielen, das habe ich ja bereits gesagt. Und die wichtigsten Links sind dort auch nochmal vermerkt, wie zum Beispiel unserem Wiz Army Discord Server. Denn dazu möchte ich auch noch eine kleine Info für euch abgeben, und zwar auf dem Wiz Army Discord Server habt ihr die Möglichkeit, kostenlos zu traden, beziehungsweise seid auf der sicheren Seite, denn dort sind die meisten Trader von der Community unterwegs. Und wenn ihr mal irgendwelche Waffen braucht, Freunde, dann kommt einfach auf unserem Discord Server vorbei. Wir helfen auch gerne Neulinge dabei, da wisst ihr ja auch schon Bescheid. Und jeden Freitag um 19 Uhr starten die sogenannten Wiz Live Gewinnspiele. So, das waren auch schon die wichtigsten Informationen, die ich euch geben konnte, wie der aktuelle Standpunkt von meinem Kanal ist, Freunde. Und länger möchte ich euch da jetzt nicht aufhalten, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt endlich mit dem Video an. Seid gespannt, wie diese Waffe in Rette die Welt so ist. Und nun, Freunde, kommen wir zur Sniper Verheerer. Freunde, jetzt sind wir in-game angekommen und wir werden jetzt gemeinsam die Waffe Verheerer, also diese neue Sniper, die jetzt im Shop verfügbar ist, kaufen. Die kostet 1680 Season Gold und wir wollen gemeinsam mal herausfinden, ob die Waffe überhaupt was taugt oder nicht. Da werden wir mal gucken, was die auch für Werte mit sich bringt. Also wir haben hier so die Standardwerte, was da dran steht. Schaden 3087 momentan. Ich denke mal, das wird eine interessante Sniper, deswegen habe ich mir gedacht, ja, die werden wir auf jeden Fall holen und gemeinsam auch hochleveln. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir holen die Waffe uns jetzt mal. Jetzt haben wir die Kupferverheerer. Dann würde ich sagen, wir leveln die Waffe jetzt auch gleichzeitig hoch. Ich habe da jetzt ein bisschen XP gesammelt. Vielen Dank nochmal an Remember Luca für den tollen Support, dass er mich in Twine Pixel mit reingenommen hat, damit wir das so schnell leveln konnten. So, das favorisiere ich jetzt mal und wir würden sagen, ich level jetzt mal die Waffe hoch. Ich habe hier jetzt schon 21% Schussrate, dann 20% Einschlag, dann habe ich das Element physisch und Kopfschussschaden 20%. Okay. So, ich habe 86 Regentropfen, mal gucken, wie viel weit das geht. Also auf maximal Malachit will ich die auf jeden Fall hochleveln. Das ist jetzt das Erste, was ich machen werde. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Also Malachit ist da safe drin in der Waffe. So, wir haben sie jetzt komplett auf Malachit gelevelt, Freunde. Ging auch ziemlich flott, würde ich sagen. Und ja, wir sehen hier die Fähigkeiten bzw. die Vorteile, die wir haben. Die werden wir jetzt ein bisschen verschwurbeln, wenn ich die Möglichkeit habe. Was ich auf jeden Fall ändern möchte, ist das Element und ein paar andere Dinge. Schussrate. Das mache ich. Ah, da, puh, was brauche ich denn? Okay, ich brauche auf jeden Fall Vorteil fix und da werden wir jetzt im Shop ein bisschen noch was dazu kaufen, weil Vorteil fix ist ja, glaube ich, jetzt aktualisiert worden oder gibt es das gar nicht mehr? Die haben den Shop ja wieder geändert, Freunde. Ah, nee, Quatsch. Hier, null übrig. Scheiße. Daraus wird dann anscheinend nichts. Grüße gerne an euch, Freunde, aus der Wiz Army Community. Ihr habt da gerade reingeschrieben, deswegen. Ach, Freunde, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt wollte ich das Ganze ein bisschen verschwurbeln mit euch miteinander. Aber wir haben hier keine Möglichkeit mehr, irgendwie Vorteil fix zu kaufen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Die Sniper macht SPS 11.000 gerade. Aber irgendwas werde ich doch upgraden können, so mittelmäßig wenigstens. Die Schussrate lohnt sich nicht. Ah! Das kann ich ändern, Freunde. Geile Sache. Schaden gegen Nebelmonster und Bosse.
Kopfschusskills lösen eine Explosion aus, die bei Feinden innerhalb von 0,5 Kacheln 30% Waffenschaden verursacht. Das ist zum Beispiel super. Also Kopfschusskills, wenn wir, ich sag mal, die Hülle töten, dann explodieren die. Das hört sich auf jeden Fall schon mal geil an. So, 24% Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Okay, kurz und knapp. Ich würde sagen, wir tun den Kopfschussschaden ein bisschen hochleveln. Auf jeden Fall, Freunde. Auf jeden Fall den Kopfschussschaden hochleveln. Meine Empfehlung, einfach bei solchen Präzisionswaffen einfach die Waffe auf Kopfschussschaden leveln. Ist einfach für mich auch am Vorteil, also meiner Meinung nach am vorteilsten. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich brauche für Kopfschussschaden. Ich brauche episch. Alles klar, dann gehen wir in den Shop rein. Das müsste ja... Das wurde gar nicht aufgeladen, das gibt es doch nicht. Was ist das denn? Scheiß. Schade. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt in-game. Und ich lasse jetzt einfach meine Stats so, weil meine ganzen Einheiten sind gerade unterwegs. Ich gehe jetzt einfach in Brutal in eine Mission rein. Was haben wir denn? Reiter auf dem Blitz. Ja, wir machen das ganz einfach so. Erstmal meine Privatsphäre auf öffentlich stellen. So, da mache ich erstmal den Sprachchat aus. Freunde, wir sind jetzt in-game angekommen und ich habe mir gedacht, ja, wir craften uns die Waffe jetzt mal direkt, damit wir jetzt gleich mal sehen können, was hier die Waffe in dieser Mission reißt. Dazu brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Sprengpulver, Freunde. Die Waffe kostet jetzt bei mir 11 Malachit, eine Energiezelle, 30 Robuste und 15 Sprengpulver. So. Und am SPS in dieser Runde macht sie mir 14.000,7 Schaden. Also 14.775,9. Nee, Quatsch. 14.775, Leute. So weit bin ich auch schon gekommen. Ist auch schon spät. So, jetzt haben wir die Waffe gecraftet. Okay. Nee, haben wir nicht. Oh, eine Totengräbe. Dankeschön. Okay. Craften wir jetzt mal die Waffe. Geben wir die als Geschenk, geben wir den Abonnenten ein kleines Geschenk noch mit, Freunde. So, und ja, jetzt werden wir mal gucken, was die Waffe so reißen wird. Nicht entkommen. So, Freunde, da sehen wir schon mal ein paar Feinde. Mal gucken. Auch das Scope ist richtig cool, Freunde. Das Scope ist echt geil. Mal gucken. Alter, die hat aber einen extremen Rückstoß. Oha. Alter, 57.000 Schaden, Leute. What the fuck? Digga, das ist mal eine richtige Sniper, Digga. Holy fuck. Und ich bin jetzt in einer, warte, lass mich nicht lügen, eine 64er Zone. Und die Waffe ist kaum gelevelt. Die Waffe ist kaum gelevelt, Alter. Leck mich am Arsch. Okay, jetzt müssen wir unbedingt mal rausfinden. Wir müssen unbedingt mal rausfinden, was diese Waffe gegen schwere Gegner macht. Also Nebelmonster zum Beispiel oder gegen Zermalma. Ich werde da jetzt einfach mal was suchen und cutte das einfach mal. Okay, da haben wir was. Dieser fliegende Nebel, also dieses fliegende Scheißding, das geht mir so oft auf den Sack. Mal gucken. Alter. Digga, wenn man es richtig am Kopf getroffen hätte, wäre es so schon direkt down gewesen. Einfach nice. Ach, da haben wir sogar schon einen Zermalma. Den geben wir direkt einen Header. Digga. Wenn die nicht so viel Rückstoß hätte, wäre die echt... Oh, also, Alter, die wäre richtig stark danach. Ein paar Hits und ein Zermalma ist down. Down, Alter. Richtig down. Aber wenn die Waffe jetzt noch ein bisschen mehr gelevelt wäre, Freunde, wenn die ein bisschen stärker wäre von den Verschwurbler her, und beziehungsweise die Perks, die ich ja gerade drin habe, sind jetzt auch nicht wirklich der Burner, ja. Hier Einschlag, kein Element und Schussrate, Schaden gegen Nebelmonster und Bosse, das kann ich lassen. Aber es muss auf jeden Fall auf Kopfschussschaden gelevelt werden, Freunde. Das ist eine heftige Sniper, Freunde. Eine richtig heftige Sniper. Krass. Also ich feiere die Waffe, Freunde. Mich würde es gerne mal interessieren, was sagt ihr zu dieser Waffe? Lasst mich das mal gern in den Kommentaren wissen. Das interessiert mich.
was ihr zu dieser Waffe findet oder wie ihr die Waffe findet, eure Meinung dazu. Und ja, das soll das ganze Video schon gewesen sein, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Wiz verabschiedet sich. Viel Spaß, Freunde.